Ach, ihr Buben! Heute driften wir mal ein bisschen! Nee, herzlich willkommen hier zurück zu Sleepy Dogs. Ja, die Wege machen weiter. Ja, was ihr gerade eben gehört habt, war ein kleines Zitat, was ich jetzt die ganze Zeit schon im Kopf habe. Ich spende es, glaube ich, mal ein, was um was es geht. Jetzt. Ach, ihr Buben! Heute driften wir mal ein bisschen! So, wir haben letztes Mal weitergemacht mit den Triaden-Missionen, beziehungsweise haben die, Polizeimissionen haben wir weitergemacht und jetzt machen wir die Triaden-Missionen weiter. Und wir haben dort, mit so ein letzter Kill. Okay, da gehen wir dann gleich mal hin. Jo, wir fahren mit dem Taxi. Yellow Gare. So, auf geht es. Nee, nicht auf dem Parkplatz, das will ich nicht. So, da will ich hin. Genau. Hallo! Ich bin's, der Way. So, letzter Kill. Los geht's. Mrs. Chu? Sammy, der Psycho-Gottan. Er muss ja doch in dieser Schuhfond sitzen. Zu Hause, da, zing, zing, die Sickfan. Egal. 佢會做出咁樣嘅嘢 ，Sammy。 Dog Eyes。 Dog Eyes did it。 Is that what Johnny told you？ 幾多錢都唔值得。阿偉啊，呢種生意會令人黐線嘅。我叫 Winston，係我錯嘅。我鼓勵佢，而家揾佢，帶佢嚟呢度。 Okay, zu Dog Eyes Versteck gehen. Ja, scheinbar war es Dog Eyes, wo das auf der Hochzeit engagiert hat. Nicht nett von ihm, würde ich mal sagen. Wir holen uns ein Auto mal aus der Garage. Ja, was fahren wir denn? Ich glaube, wir fahren mit unserem Motorrad. Los geht's. Sind wir eigentlich am schnellsten mit da? Hui! Oh, scheiße, was habe ich schon wieder? Die Laterne kaputt gemacht! Fuck you! So, und da sind wir schon. Wie schnell das geht, gell? Dog Eyes suchen. Gut, machen wir erstmal den Tresor hier auf. Ein T-Shirt war drin. Ach, wie toll. So, holen wir uns noch das Radkreuz aus dem Auto, falls es da Stress gibt. Und los geht's. Da hat sich wahrscheinlich in einer versteckten Bucht zurückgehalten. Ah, sehr schön. Das ist klar, Hongkong-Versteck vom Feinsten. Check it, Lau. What is this, man? Stop messing around. What the fuck, man? Let's work something out here, okay? Ew, they don't run high low, guys. Oh shit! Move! So, genau. Ah, Boot fahren. Na toll. Dog Eyes verfolgen. Lustigerweise haben die Boote hier auch eine bessere Steuerung als bei GTA 3. Oder bei GTA generell. Ich werde dich kriegen, mein Freund. Each other. Oh, ich hab gemeint, das wäre nannten ihn oder so. Anruf von Duke. What's going on? Duke, get down to the docks. I'm gonna need a pickup now. Got it. On my way.
Ich kriege dich, mein Freund. Ja, natürlich. Es tut der Hüfte auch ganz sicherlich sehr gut. Dog Eis verfolgen. Bleib stehen, Hundeauge. Oder Hundeaugen. Ja, komm, machen wir erstmal den Fettsack fertig. Okay, Dog Eyes verfolgen weiterhin. Und wieder Dog Eyes Schläger besiegen. So, Kollege. Oh, war Stress, ne? Ah, ist noch ein Messer. Sehr schön. Das ist voll scheiße. In der Cut-Version sind die ganzen tollen Sachen weg. Zum Beispiel Fleischerhaken und auch so Kram. Oder Schwertfische. Können wir jetzt alles nur machen. Unbedingt die Uncut-Version nachkaufen nach dem Projekt. Irgendwann mal. Dass ich mal Geld haben sollte. Aua. Da haben wir noch ein Fischbecken. Guck mal da. So, Dog Eyes im Verarbeitungsraum folgen. Nehmen wir noch einen Fisch mit. What the fuck you want, man? You've done some bad things, Sammy. What did you call me? Huh? Nobody called me that anymore. This is about me balling your fucking sister, isn't it? Huh? You gotta be fucking kidding me, man! Wake up, little brother! It's not like I put that needle in her arm! You can't take this stuff personally, Wei. It was business. You know what I'm saying? Not to me, it wasn't. Look, if you don't like it, you take it up with Big Smiley! He's the one who needs the pussy. I was doing my job. Oh, fuck, man. Is this what this is all about? Yeah. And Winston and Peggy. Oh, fuck. You're coming with me. Look, maybe we can cut a deal. All right, stop all this shit, man. And I'll make sure that Big Smiley cuts you in on one of the side business. Maybe the fucking whole damn thing. I mean, hey. We can be generous, okay? Yeah, he's gonna be the future chairman of the fucking Somalanyi! Yeah? You and Big Smiley are pretty close, huh? Yeah! We're tight, like motherfucking brothers! Me and Winston, we were tight too! Get him! Get him now! Und raus hier! Bam! Ja, ich hab immer noch den Fisch! Auf Wiedersehen. So, Wiedersehen. Ich meine, Exkrementen schwimmen. Weißt du, das sperren sie zum Beispiel nicht, in den Exkrementen jemanden reinzuschmeißen. Aber Hauptsache, die sperren mal, dass man jemanden einen Schwertfisch reinwerfen kann. Fuck. Aua! Sag mal, du Fettsack, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Alter!
Falsch. So, und jetzt noch Dog Eyes. Der war jetzt aber auch mal eine Wurst. Okay, Dog Eyes mitnehmen. Komm. Listen, you're gonna regret this. Ja. Und wir mal eine Spritze, Dog Eyes. In Dukes Auto steigen. Where are we going? To the restaurant. Also, we're bringing him to Mrs. Chu. She has something she wants to tell him. Mrs. Chu, all right. We could take care of this ourselves. Believe me, I'm tempted. You and me handle this and it'll happen fast. This son of a bitch deserves the worst we can give him. You're the boss, Wayne. Right? Oh, an action. Jetzt kommt wieder halb Hongkong angefahren in roten Autos, weil ja alle für Dog Eyes arbeiten. Müssen alle die Branche immer wechseln, weil die immer die, wo sie gearbeitet haben, wurden entweder von uns entweder getötet oder von diesem Schuh abgehakt. Whoa! Oh man, they just keep coming! I'm smoking in. You hear the guitars, but this ain't no rock band. I still this big car. So, das sind wir auch schon gleich da. We'll see. Fuck. Ah, was machst du da? Some good driving there. Nein, ich will nicht die Keys anschalten. Idiot. Scheiß PC, Alter. Das war eine wilde Fahrt, gell? What the fuck you doing, huh? Wait. Sit down and shut the fuck up. Jesus, I haven't been here in fucking years. Sammy, 為咗你一路開住個廚房，你睇我留埋啲骨喺裡面，你中意噶嘛？係咪啊？ It's cool, Mrs. Chu. I already ate. 你同我食曬佢，食咗佢。 Hey, what the fuck are you doing? I'm not fucking hungry. Sammy, 你避下我面，我特登為你做噶，唔使驚。 唔係淨係你一個人，你個朋友 Johnny 啊，老鼠仔佢都喺呢度喎。What the fuck? He's crazy. 佢而家喺湯裏面，或者我將你放喺煲湯裏面。Wait, if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring her into this. Sorry, it's nothing personal, just business. Oh God, I'm sorry, please, stop. Oh, das ist schön so ausgeschnitten. Okay, Mission abgeschlossen. 5000 Hongkong Dollar und Feldbericht Broken Nose Yang. Fuck.
No Way legt sich mit seinem Strohhut ins Bett. Gut, ziehen wir uns schnell noch um. Billig einfach verarbeitet blau. Okay, sehr schön. Was ziehen wir heute an? Komm, wir ziehen einfach mal das blaue T-Shirt an. Ein Hiebster. So. Onkel Poe will ich sehen. Komm ins Krankenhaus. Big Smiley, Tuchin und T-Jang warten schon. Alles klar. Serienmörder Hinweis Nummer 3. Tang anrufen. Tang, it's Wei. Stay on that wiretap. I expect Sang to be doing an emergency kidney transplant at any minute. He already got the call. But Wei, they picked up the donor too. It's Calvin. Your friend, Calvin. Shit. I have to warn him. They're saying he's in Central. They're already after him. But Wei, you can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. Okay, gehen Sie zu Calvin. You have a car in here? Ja, ich habe ein Auto hier drin. Stell dir vor. You go enjoy yourself. Hallo, gehen Sie zu Calvin. Wir müssen uns beeilen. Schauen wir mal die Sirene an. Jetzt fahren wahrscheinlich auch niemals lernen. Okay. Sehr nett. War mal verdackt, ne? Covern Sie das Auto mit Calvin. Hab ich dich. Einmal aussteigen, bitte. Fahren Sie das Auto bis zum Führer zum Versteck. Lassen Sie Calvin nicht aus dem Kofferraum. Aber müssen wir ein bisschen schneller fahren, wie es aussieht. Das ist jetzt weit weg. Also von daher ist das gar nicht so schlimm. Ui. So. Rufen Sie Tang an. Okay, I got him. Pull in Dr. Sang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Wei? I'm leaving this guy in the parking structure off Quark Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. Dr. Sang confessed. He's done more than 20 transplants for 18K in the past 2 years alone. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy. But I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend. But I think it's fair to call it justice. Okay, Fall abgeschlossen. Sehr schön.
1200 Hongkong Dollar und den Arztkittel freigeschaltet. Okay, so, dann haben wir jetzt nur noch Initiation oder Initation. Okay. Es wäre nett, wenn ein Taxi kommen würde. Wo ist denn weit weg? Können wir uns doch auch ein Auto klauen? Weil wir das Auto haben. Yo. Mal aussteigen bitte, dankeschön. Ich will mal versuchen, das Auto LED kaputt zu machen. Ob mir das möglich ist, keine Ahnung. Ich probiere es mal. LED schlaf ein, hä? Stylish.